Obertrubach, ein Lichtermeer. Tausende brennende Wachsgefäße tauchen den Ort in eine einzigartige Atmosphäre. Dazu zieht die Kirchengemeinde singend und betend durch Obertrubach. Pfarrer Werner Wolf trägt das Allerheiligste vor sich her. Ein beeindruckender Anblick finden die Besucher, die teils weite Wege auf sich nehmen. Wir sind mit dem Bus hier, im Hotel hier und haben das dann auch mit einbezogen. Und wie hat es Ihnen gefallen? War sehr schön. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Auch die Atmosphäre hier mit den ganzen Lichtern, oder? Lichter, ganz toll. Waren Sie heute das erste Mal bei dieser Prozession oder waren Sie schon öfters hier? Ich war schon öfters da. Warum kommen Sie immer wieder her? Weil mich das einfach fasziniert, die ganze Sache. Was fasziniert Sie denn besonders? Ja, ich mache halt gern Lichter und ja, mir gefällt das halt einfach. Ich war schon ein paar Mal in Pottenstein und jetzt bin ich mal hier und eigentlich ganz schön. Also so viele Lichter sind schon beeindruckend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kann jetzt mit dem Christlichen nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich gestehen. Aber die Atmosphäre und das, was sie an Performance hier bieten, finde ich schon beeindruckend. Die ewige Anbetung ist letztlich aber ein christliches Fest. Die Illumination steht als Sinnbild dafür, dass Christus das Licht der Welt ist. Die Obertrubacher verzichten bewusst auf viel Spektakel drumherum. Das Telefon geht heute schon immer und dann fragen Leute, ob das Lichterfest ist. Und dann berichte ich immer und sage, das ist der Abschluss unserer ewigen Anbetung mit viel Licht und Illumination. Ich möchte kein touristisches Event haben, sondern es soll ein Fest des Glaubens sein. Und die, die zu uns kommen, von auswärts her, die schätzen das, die Leute, dass da wirklich gebetet wird und dass das in einem sehr religiösen Rahmen stattfindet. Schon eine Woche vor der Prozession beginnt man in Obertrubach damit, die Wachslichter zu befüllen. Fast schon eine Wissenschaft für sich. Wir haben ja früher immer mit Heizöl geschürt und das war weniger umweltfreundlich, dann war es Bioöl. Und dann haben wir vor ca. 10, 12 Jahren ist der Bauer Hans draufgekommen, wir brauchen was anderes. Und dann hat er angefangen, dieses mit den Hobispänen zu testen und bis man die richtige Mischung hat und die richtige Dichte. Aber mittlerweile haben wir es raus, sodass wir diese 5.000, 6.000 Lichter in 3 Tagen gießen können. Die Späne sind das eine, aber es ist auch Wachs dabei und das Wachs wird gespendet. Also das kommt zum Beispiel aus Gößweinstein, aus der Basilika, genau. Oder? Die Gößweinsteiner sind ganz fleißige Spender, die Basilika. Es stehen immer mal Wachskübel vor der Tür vom Puberlers Hans, wo Leute was hinstellen. Man kriegt unterwegs was mit, Eggolsheim, umliegende Gemeinden. Und dann kriegen wir eigentlich immer ganz gut ein paar Tonnen zusammen und haben eigentlich bisher immer auch genügend Wachs, um uns zu befeuern. Am Tag der Prozession stellen die Helfer zunächst die Lichter an den Wegen und an den Berghängen auf. Kurz vor dem eigentlichen Start des Umzugs müssen die Wachsgefäße dann rechtzeitig entzündet werden. Gefragt sind hier eine gute Organisation und viele Freiwillige, ohne die das traditionsreiche Fest nicht möglich wäre. Viele Jugendliche sind unter den Helfern. An Nachwuchs mangelt es in Obertrubach nicht. Ein Unsicherheitsfaktor ist in diesem Jahr das Wetter. Ein Ausläufer des Sturmtiefs Burglind zieht am Morgen über den Ort, doch die Lage bessert sich von Stunde zu Stunde. Sturm ist natürlich ein kleines Problem, weil man muss natürlich aufpassen, dass die Helfer, die in den Hängen rumklettern, nicht von irgendwelchen herabfallenden Ästen oder Bäumen getroffen werden. Also das ist eigentlich die einzige Sorge, die man hat. Vom Wetter her sind wir relativ robust. Wir hatten schon jedes Wetter hier und haben bisher auch immer veranstaltet. Am Ende fällt zur Prozession leichter Regen. Doch davon lassen sich die Obertrubacher natürlich nicht abhalten und zelebrieren eine Tradition, die es in dieser Form kaum noch woanders gibt.